So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und gleichzeitig herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Denn wir machen das jetzt hier gerade. Nee, der geht gleich erst los. Ja, also Moment. So, also nochmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo. Oh, ja, so ist das halt. Ja, wir sind gerade dabei, oder wir wollen jetzt gleich einen neuen Podcast aufnehmen. Wir sind sehr froh, dass das so angenommen wird und so beliebt ist. Haben wir gar nicht mit gerechnet, dass wir das so viele Leute anhören. Das ist unser dritter Podcast, den wir jetzt gleich aufnehmen werden. Es geht um das Thema Klassenfahrt. So früher und wie es heute so ist. Haben wir den perfekten Vergleich, den wir machen können, weil er ja früher erlebt hat und ich erlebe heute. Ja, genau. Ja, und jetzt machen wir mal am Anfang. Werden wir jetzt mal eben die Aufnahme starten. So, da sind wir auch schon zu unserem dritten Podcast. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Simone mal nicht dabei. Die ist heute etwas verhindert, sage ich mal. Und da haben wir uns gedacht, weil wir diese Woche unbedingt einen Podcast aufnehmen wollten, machen wir das jetzt zu zweit. Ja, und es geht um das Thema Klassenfahrten. Wir wollen mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir früher war. Das ist schon einige Jahre her. Und John, der kann ganz frisch davon erzählen, wie es auf der Klassenfahrt war. Denn er ist ja gerade von einer Klassenfahrt zurückgekommen. Und wir müssen mal eben was machen jetzt hier. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, unseren Podcast haben wir inzwischen erfolgreich beendet und auch schon veröffentlicht. Und wir hoffen, dass es den Leuten unter euch, die gerne Podcasts hören, auch gefallen hat. Dieses Video, dieser Vlog, der wird jetzt ein bisschen anders werden als geplant und auch ein bisschen kürzer. Warum, erzählen wir euch gleich. Zunächst habe ich erstmal hier zu berichten, dass ich einen richtig schönen Vormittag hier habe auf der Terrasse. Ich habe mir hier einen Comic gekauft. Es ist ganz was selten, dass ich sowas mir kaufe. Und zwar von den drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Und wer unsere Videos schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich diese Hörspielserie seit Beginn an, 1979, verfolge. Ich habe bis heute alle Folgen natürlich und ich liebe diese Hörspielreihe einfach. Natürlich liebe ich, oder was heißt natürlich, die Folgen 1 bis 40 sind meine liebsten Folgen. Und normalerweise, also das ist so ein Phänomen jetzt hier, was ich also noch gar nicht so genau durchblickt hatte bis zum heutigen Tage. Dieses hier ist ja eigentlich, das wusste ich aber auch schon vorher, die erste Folge, die eigentlich als Buch damals 1964 erschienen ist. Bei uns in Deutschland war es eine andere Folge 1, nämlich der Superpapagei. Aber hier in diesem Comic, habe ich mich schon gewundert, wird nämlich erzählt, wie die drei Fragezeichen, die drei Jungen, Justus, Peter und Bob, den Alfred Hitchcock kennengelernt haben. Der Hitchcock, der taucht in den ersten Folgen dieser Hörspielreihe auf, als Person, so eine Art Schirmherr, und er gibt ihnen auch manchmal Aufträge. Und ja, hier in dieser Geschichte, im Gespensterschloss, wird genau erklärt, wie das Ganze stattgefunden hat. Auch wie sie ihr Detektivbüro gründen, wie sie es alles so aufbauen. Ich habe mich total gewundert, denn in dem Hörspiel hier, was ich hier habe, von derselben Geschichte, da ist davon gar kein Wort zu hören und zu erahnen. Ich habe mir heute Abend, oder nicht heute Abend, sondern heute Nacht oder gestern Abend, mal das Hörbuch zum Gespensterschloss angehört, und da ist es nämlich genauso. Da wird es genau erzählt, wie alles begonnen hat. Und das ist für mich nach so vielen Jahren, wo ich diese Hörspielserie höre und liebe, total neu gewesen. Also ich kann jedem, der gerne Comics liest, sich für drei Fragezeichen interessiert, das nur empfehlen hier. Ist also echt auch toll gemalt übrigens unter anderem. Also ist schon was Besonderes. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, warum dieser Vlog ein bisschen anders wird als geplant.
Wie Stefan ja schon erzählt hat, geht es hier gerade etwas ruhiger zu. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund. Der Grund sieht folgendermaßen aus. Mich hat es getroffen. Ich habe gedacht, ich komme drum herum. Aber ja, weiß ich nicht, irgendwann erwischt es wahrscheinlich jeden. Ich habe Corona und bei mir hat es angefangen, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, ganz normal mit Erkältungssymptomen, so langsam. Ich hatte trockenen Husten, verschnupfte Nase. Der Husten hat jetzt Gott sei Dank schon nachgelassen. Und John und ich haben es fast zeitgleich festgestellt, sind dann auch zusammen zur Teststation gegangen und haben das Ganze über uns ergehen lassen. Und ich muss sagen, es war halb so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war überhaupt, es war unangenehm in der Nase, aber nicht, man konnte es aushalten, würde ich mal sagen. Das Ergebnis kam dann auch relativ schnell und ja, seitdem sitzen wir hier, laufen in der Wohnung nur noch so mit Maske rum, weil komischerweise, Stefan hat es bisher nicht. Einerseits ganz schön, kann er sich um alles kümmern. Er war auch schon einkaufen und ja, mir fällt es aber ein bisschen schwer irgendwie, den Müll runterzubringen, was ich mal eben schnell gemacht habe, ihn hier immer drauf anzusprechen oder beziehungsweise ihm zu sagen, ob er das mal eben runterbringen kann, finde ich ein bisschen doof. Ansonsten, also mir geht es gut, wie ihr seht. Ich lese viel, ich schlafe viel, komischerweise. Also, aber man sagt ja immer, Schlaf ist die beste Medizin. Und ich bin froh, dass wir gutes Wetter haben, dass man ein bisschen draußen sitzen kann. Bin zwar nicht der sportbegeisterte Typ, aber ich merke, Bewegung fehlt mir. Also in der Wohnung kann man sich ja nicht wirklich groß bewegen oder irgendwie spazieren gehen. Auf- und Ablaufen in der Wohnung ist nicht das Gleiche. Das fehlt mir doch ziemlich, dass ich nicht mal eben um Pudding laufen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Bücher ich noch durchlese jetzt in der Zeit. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich hier nach 5 Tagen freitesten kann. So ist die Regel in Bremen gerade. Und dass ich dann ganz normal wieder am Alltagsgeschehen hier teilnehmen kann. Gucken wir mal, wie es John ergeht. Ich habe ja auch Corona und ich nehme auch sehr stark an, dass das Ganze von der Klassenfahrt kommt. Kein Wunder, wenn man mit 100 Schülern, ja ungefähr 100 Schüler waren das, auf Klassenfahrt fährt und das auch noch nach den Ferien, wo alle ohne Maske sonst wo waren. Also, naja, könnte man schon mit rechnen. Aber, ich muss in meinem Zimmer bleiben, weil Stefan kein Corona hat und, naja, wir wollen ihn ja nicht anstecken, aber... Naja, wenn ich in meinem Zimmer bleiben kann, dann muss man sich natürlich auch irgendwie beschäftigen. Und wie ich das Ganze mache, natürlich mit der PlayStation, habe ich nochmal richtig Zeit, die ganzen Spiele zu spielen, die ich zum Geburtstag bekommen habe und so. Und also ist jetzt nicht so, als würde die den ganzen Tag laufen, aber naja, also ich mache auch mal was anderes. Also natürlich... komme ich da schon auf meine paar Stunden, aber dass ich jetzt meine Freunde nicht sehen kann und so, ist kein großes Thema, weil es gibt ja Sachen wie Discord oder Telefonieren und das mache ich auch, habe ich heute gemacht schon und bin auch gerade mit einem Freund in einer PlayStation-Party. Und was habe ich für Symptome? Also jetzt gerade eigentlich so gut wie nichts. Ich fühle mich ein bisschen fiebrig, ein bisschen geschwächt, aber ich habe eine freie Nase, keinen kratzigen Hals, aber nachts habe ich halt irgendwie alles, also ich wache, also das hatte ich auch schon, ich bin nachts aufgewacht, weil ich mich anders hinlegen musste, weil ich schlecht Luft bekommen habe, aber das lag daran, weil da ich habe halt nachts einen kratzigen Hals, einen heißen Kopf und eine Nase, die halt zu ist und ja, aber jetzt gerade geht es mir eigentlich ganz okay und naja, Terrasse kann ich ja nicht, aber ich habe hier bei meinem Fenster Notausstieg, wo ich mich raufsetzen kann. So, Stefan, wie gefällt dir denn jetzt deine... Oh, ein Interview! Ja, deine neue Einsamkeit oder Zeit für dich. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen, wie schön ich das immer empfinde? Also normalerweise, wenn ihr beide nicht Corona hättet, wären wir jetzt im Heidepark. Bei dem herrlichen Wetter an diesem schönen Sonntag. Warum es so herrlich ist, weiß ich auch nicht. Aber
Wir haben erstmal Geld gespart, da wir den Wagen nicht auftanken mussten. Irgendwo einen Sonntag hier zu Hause zu verbringen, ist ja auch mal was Schönes. Ja, und ich kann dich sogar überraschen. Ich wäre heute sogar mitgekommen in den Heidepark, hatte ich mir so vorgenommen. Vielleicht wärst du heute auch alle Fahrgeschäfte gefahren. Du kannst mir viel erzählen, wenn du nicht hinfahren kannst. Aber nein, das nicht. Aber ich habe wirklich überlegt, an so einem schönen Tag mitzukommen. Und ja, und wie gefällt es dir sonst so, dass du jetzt hier, also ich muss gestehen, wir haben einmal Essen bestellt, wir haben einmal Tiefkühlpizza gegessen, wir machen uns das recht einfach jetzt gerade in der Zeit, ne? Ja Gott, so schlimm ist es auch nicht, oder? Nee, finde ich auch nicht schlimm. Deine Mutter hat sogar angeboten, uns hier zu bekochen, was ich natürlich abgelehnt habe. Das ist sehr nett gemeint, aber ja, das schaffen wir schon so. Und hätte ich geahnt, dass Corona so locker verläuft, wie es bei euch ist, hätte man den ganzen Aufwand vielleicht gar nicht machen brauchen. Zumindest bei dieser momentan vorherrschenden Variante, die ihr ja wahrscheinlich habt, denke ich mal, nicht? Genau. Und jetzt möchte ich auch noch was sagen. Ich übergebe mal eben die Kamera. Moment. Du musst du erstmal desinfizieren. Ja, Moment. Fass ich so bestimmt nicht an. Und die Pakete hinter mir, die ihr uns geschickt habt, die machen wir im nächsten Video alle auf. Und vielen Dank dafür. Das ist echt nicht selbstverständlich. Und ja, ich freue mich schon zu sehen, was drin ist. Ich sehe mich mit der Brille sowieso nicht. Das ist der Hammer. Diese Brille, die Sonnenbrille, die verdeckt, da kannst du nur aus einem bestimmten Winkel den Monitor erkennen. Das wird in den USA schon was wert. Wenn man Sonnenbrille aufhat, kann man gar nicht filmen. Und ich weiß natürlich auch, dass wir hier total privilegiert sind, sage ich mal, dass jeder jetzt eine Möglichkeit hat, draußen zu sitzen. John und ich vorne auf dem Balkon, Stefan hier auf der Dachterrasse, das hat natürlich auch nicht jeder, da bin ich echt glücklich drüber. Dann über das gute Wetter, wenn man, sage ich mal, im Winter zu Hause die ganze Zeit drinnen hocken muss, das schlägt ja auch aufs Gemüt. Und ich bin froh, dass John schon so groß und selbstständig ist, wenn man jetzt, sag ich mal, krank ist und dann noch ein kleines Kind irgendwie zu versorgen hat. Das ist alles nicht einfach. Also ich sag mal, noch kommen wir mit einem blauen Auge davon, würde ich mal behaupten. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht und wann mir jetzt endgültig die Decke auf den Kopf fällt. Das ist ja jetzt, wir haben erst 2 Tage so halbwegs geschafft. Also wir werden sehen, wie es weitergeht. So, damit das ganze Video auch nicht nur aus Corona besteht, zeige ich mal so ein bisschen, was ich so mache. Ich bin mit einem guten Freund in einer PlayStation-Party, mit dem Noah, und der hat mir ein Spiel hier empfohlen, und zwar Breakpoint Ghost Recon. Und hat er mir gerade den Arsch gerettet. Ich spiele das Spiel jetzt schon, keine Ahnung, wie lange, und ich habe es heute erst gekauft und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt davon, es macht sehr Spaß. Und darum, in dem Spiel geht es eigentlich strategiert vorzugehen. Und zack. Worum geht es eigentlich sonst noch? Also so hier kann man so Stützpunkte einnehmen und überfallen und komplett leer looten. Dann findet man da Rüstungsteile und Waffen und kann sich immer weiter aufrüsten. Man kann sich dann in so einem Lager Sachen kaufen, also zum Beispiel Fahrzeuge oder neue Rüstungsteile und so. Und ich muss sagen, das macht echt Spaß, auch vor allem, weil die Physiken sehr realistisch gemacht sind. Also ich finde, das Geschieße sieht besser aus als in so manchen anderen Spielen. Und mein Feedback ist sehr gut. Ja. Und wenn ich es nicht kriegen sollte, bin ich halt davon gekommen. Ich genieße sowieso jeden Tag, aber ja gut. Ich habe ja schon gesagt, der Vlog wird ein bisschen kürzer. Und da wir jetzt auch, ehrlich gesagt, nichts mehr filmen können und wollen, ich meine, was soll man hier auch noch filmen, wenn wir hier jeder in seiner eigenen Ecke sitzen, beenden wir das Ganze. Aber das macht natürlich nicht ich. Das macht, wie ganz gewohnt, John. Und dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Vlog wieder eine normale Länge hinbekommen. Ja, das war's von meiner Seite. Genau, auch, danke fürs Zuschauen und habt Verständnis, dass das nur ein ganz kurzer Vlog geworden ist, und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ja, und an dieser Stelle beenden wir das Video. Ja, ich nutze jetzt die Zeit, die ich hier habe, und zock erstmal ein bisschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken, uns abonnieren. Und dann hoffen wir mal, dass Corona schnell zu Ende ist, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!